Ohne Mampf kein Kampf. Hoch im Norden, am Plöner See, werden Köche für die Kompanie gedrillt. Jährlich 800 Jungsoldaten lernen hier nicht nur zu gehorchen, schießen und marschieren, sondern auch zu braten, backen und servieren. Ein Kochmesser groß! Jawohl. Ein Lackmesser! Jawohl. Ein Abziehstahl! Jawohl. Zwei Rührlöffel! Jawohl. Gas geben ab 5 Uhr morgens in der Marine-Lehrküche. Der Einsatz auf dem Kriegsschiff oder im U-Boot wird geprobt. Wir haben jetzt alle ihre Pfannkuchen abgegeben. Das ist nicht fürs Abendbrot, sondern fürs Mittagessen. Hier waren die Kartoffeln nicht fertig. Da war die Soße schon angebrannt. Hier war die Suppe inzwischen wieder geronnen. Sie sind ausgebildete Köche und sollten eigentlich mit Pfannen und Töpfen umgehen können. Doch der Dienst bei der Marine birgt besondere Anforderungen. Wir haben deutlich weniger Quadratmeter. Sie müssen sich vorstellen, dass die Küche eines Bootes dann hier eine Wand hat, also ungefähr auf halber Stelle dieses Fußbodens. Das setzt sich natürlich fort, der mangelnde Platz, in mangelnden Möglichkeiten für den Koch Sachen abzustellen. Zumal dann, wenn Seegang ist, wird es sowieso ganz schwierig. Dazu kommt die nicht so groß vorhandene Auswahl an Töpfen und Pfannen. Das heißt hier konkret, dass diese beiden Pfannen ausreichen müssten für 35 bis 41 Besatzungsmitglieder. Die meisten sind Zeitsoldaten und kommen aus den neuen Ländern, wo Jobs auch für Köche rar sind. Bei der Bundeswehr müssen die Marine-Azubis später nicht nur die Versorgung der Mannschaft sicherstellen, sondern auch auf großer Fahrt hohe Gäste bewirten. Diplomaten, Militärs, ausländische Würdenträger. Okay, da habt ihr auch noch. Das ganze Spülmittel ist dran noch, ne? Vom Nachtrocknen. Und dann hat die auch irgendeiner schon mal mit seinen fettigen Fingern wieder angefasst. Also das muss nochmal richtig gespült werden. Das können wir gleich aussortieren. Neben Kochen steht Servieren auf dem Lehrplan. Was machen wir als Tischdeko? Damit fangen wir mal an. Ja, da könnte man ja Blumengesteck machen, zum Beispiel. Bloß jetzt haben wir ja den Kerzenleuchter in der Mitte. Ja, den können wir ja wieder wegnehmen. Dann nehmen wir den wieder weg und stecken ein Blumengesteck drauf. Wo kriegen wir Blumen her? Vom Floristen. Vom Floristen. Ja, aber der Florist, der, Leute, lacht nicht. Wir haben zwar Repräsentationsmittel, damit müssen wir alles bestreiten. Wenn wir jetzt irgendwo im Auslandshafen für viel Geld Blumen kaufen, dann haben wir das nachher weniger in der Küche oder wir haben es weniger an Getränken, sprich im Keller. Also müssen wir versuchen, mit bordeigenen Mitteln irgendeine schöne, vernünftige Dekoration hinzukriegen. Ausbilder Geig geht mit leuchtendem Beispiel voran. Dekorationsmaterial. Wenn es darum geht, im Ausland Staatsgäste zu verköstigen, zeigt die Marine Flagge, auch in Bezug auf Menüfolge und Getränkeauswahl. Wir repräsentieren die Bundesrepublik Deutschland und dadurch sind sie sicherlich auch vom Menü her deutlich deutschlastig im positiven Sinne. So soll es ja auch sein. Und dann macht es sich immer ganz gut, als korrespondierende Getränke, von denen man ja dann fachlich spricht, auch deutsche Weine möglichst mitzunehmen. Doch in der Lehrküche herrscht Alkoholverbot. Kreativität ist gefragt. Wir werden jetzt Rotwein herstellen. Und zwar wollen wir keinen Alkohol benutzen. Deswegen werden wir jetzt Kirschsaft anrühren. In einem trinkbaren Verhältnis. Das Ganze dann einfüllen in die Flaschen. Und dann werden wir aus diesen Flaschen das Servieren üben von Wein. Küche auf Sternenniveau erwartet niemand bei der Bundeswehr. Aber was die angehenden Marineköche in dieser Lektion lernen, liegt jenseits von Gulaschkanone und Massenabfütterung. Immerhin. Präsentieren Sie den Wein dem Inspektionschef. Fassen Sie die Flasche an, so dass er das Etikett sehen kann. Und dann schenken Sie den ersten Schluck ein, drehen die Flasche weg, so dass dieser kleine Tropfen, der jetzt noch mal passiert, noch ins Glas fällt, wenn er denn fällt. Und nicht dann nebenbei. Die uniformierten Testesser machen gute Miene zum alkoholfreien Spiel. Schließlich ist das Vier-Gänge-Menü eine Abwechslung zum tristen Kantinenalltag. Allein Ausbilder Geig ist nicht recht zufrieden. Das war einigermaßen korrekt, ja. Da müssen wir vielleicht nachher noch mal die ein oder andere Stunde dran setzen und noch mal ein wenig nacharbeiten. Aber wieso? Naja, dass das Zittern aus der Hand rausgeht oder dass auch der letzte Tropfen dann auch wirklich im Glas landet und nicht auf der Tischdecke. Derlei Details sind für andere Azubis Luxusprobleme. Die Soße für die Truppe bedingt einsatzbereit. Haben Sie mal einen Löffel da? Ich will Ihnen mal was zeigen. Sie sind beide Koch von Beruf? Ja. Ich habe aber schon die Uhr nicht mehr. Was sagt uns diese Soße, denn wenn wir da mal so als Köche drüber kochen? Fällt Ihnen was auf? Doch ein bisschen klumpig. Ah. Da können Sie es sehen.
Sehen Sie da die weißen Punkte? Jawohl. So, was machen wir jetzt damit? Wir können es doch nicht so drin lassen. Nee. Das möchte ja keiner haben. Zu Hause kann man das machen. Was würden Sie vorschlagen? Durchrühren. Mit dem Schneebesen. Genau, durch Sie. Passieren. Nichts kommt um bei der Bundeswehr. Soßen, die die Jungköche zubereitet haben, werden zusammengekippt und in der Standortkantine serviert. Eine Soße klumpt, eine andere ist angebrannt. Na und? Die Kantine ist schließlich kein Luxusrestaurant. Wir müssen gleich sehen, dass wir hier vom Geschmack her dieses Angebrannte nicht letztendlich mit raufgeben. Ne? Aber es ist ja jetzt mit drin. Ja, der Geschmack wird aber in der Gesamtmenge nachher runtergehen. Das Essen ist fertig, der Drill geht weiter. Hygiene, das erste Gebot. Damit nicht ein paar Bakterien eine ganze Fregatte außer Gefecht setzen. Und auch in der Spüle lauert der Feind. Vor allen Dingen, wenn Sie das abwaschen hier drin, wollen Sie die Messer rausgreifen. Machen Sie das mal, wenn Sie Spülmittel drin haben. Das ist ja nur klar. Muss ich Ihnen den Befehl dazu geben, dass Sie das nicht dürfen? Gut, haben wir es verstanden, ne? Ja. Koch schmeißt niemals die Messer ins Waschbecken rein. Ein anderer greift da rein, der hat ja Spülmittel drin, er sieht nicht, was da drin ist. Er greift da rein, er schneidet sich in die Hand. So, Kameraden, zuhören! Nehmen Sie sich jetzt Ihre reinen Schiffeimer, ja? Befüllen diese mit Desinfektionsmittel und desinfizieren Sie Ihre Kochstellen. Jetzt, alle! Da ist noch was drauf. Hier, die ganzen Reste vom Kochen, alles das, was angebrannt ist. Haben Sie da was zu tun? Sieht nicht so aus. Dann nehmen Sie sich diesen Spachtel und machen das alles weg. Jawohl? Jawohl! Jetzt rein Schiff beenden, Gesichtsschutz ab, vor die Demoküche angetreten. Feierabend für die Auszubildenden. Kochmütze ab zum Essen fassen.